Wie du für Windows 11 das neue Funktionsupdate auf deinen Computer bekommst, das werde ich dir in diesem Video zeigen. Im Moment haben wir die Version 23H2, es wird vermutlich aber auch bei anderen Versionen genauso funktionieren. Ich zeige dir das Ganze für neue Hardware und auch für alte Hardware, die möglicherweise nicht unterstützt wird. Du kannst es dort jedoch trotzdem installieren. Und wie das funktioniert, das werde ich dir jetzt zeigen. Um bei dir das neue Windows Update 23H2 zu installieren, machst du hier unten einen Rechtsklick auf das Windows-Icon. Dann öffnest du bei dir die Einstellungen und klickst hier unten links auf Windows Updates. Du findest hier jetzt nun das neue Update 23H2 und du kannst hier auf Herunterladen und Installieren klicken. Wenn das Update bei dir so nicht funktioniert, dann verwendest du höchstwahrscheinlich ältere Hardware, die von dem Update nicht unterstützt wird. Wenn du das Update dennoch installieren möchtest, dann kannst du Folgendes tun. Im ersten Schritt öffnest du hier die Seite von Microsoft. Den Link dazu findest du auch nochmal bei mir unten in der Videobeschreibung. Wenn du auf der Seite bist, scrollst du ein Stück runter bis zum Punkt ISO. Und dann wählst du hier die Windows 11 Version und klickst auf Herunterladen. Als nächstes müssen wir hier unsere Sprache wählen. Da wähle ich jetzt Deutsch und klicke auf Bestätigen. Nun sind wir hier unten und können hier auf 64-Bit Download klicken. Jetzt brauche ich nur noch den entsprechenden Speicherort zu wählen. Ich speichere mir das hier unter meinen Download-Ordner. Und nun laden wir das Ganze herunter. Sobald er bei dir mit dem Download fertig ist, öffnest du bei dir das Download-Verzeichnis und machst einen Rechtsklick auf das ISO-File. Bei manchen steht jetzt hier möglicherweise in diesem Kontextmenü Bereitstellen. Wenn das bei dir steht, dann klickst du da einfach drauf. Wenn das bei dir nicht steht, dann wählst du so wie ich Öffnen mit und wählst hier den Windows Explorer. Als nächstes klickst du hier oben in die Adresszeile und gibst Folgendes ein. CMD und das bestätigst du mit Enter. Nun kannst du dir aus meiner Videobeschreibung den folgenden Befehl herauskopieren und hier einfügen. Das machst du mit STRG C und STRG V. Der Befehl heißt setup.exe/product-server und das bestätigen wir jetzt noch einmal mit Enter. Dadurch startest du nämlich das Setup auf dem ISO-File. Und über das Setup kannst du jetzt das Update installieren, ohne dass eine Prüfung vorgenommen wird, ob du vielleicht zu alte Hardware in dem Computer verbaut hast. Weil er das jetzt nicht prüft, können wir ganz einfach das Update durchführen. Der wird jetzt hier auch nach Update suchen. Und jetzt brauchen wir uns einfach nur noch durch das Setup hindurchklicken. Als nächstes akzeptieren wir hier die Lizenzbedingungen. Dann wollen wir natürlich alle Daten und Einstellungen der Apps beibehalten. Jetzt sucht er hier nach aktuellen Updates. Die Dauer kann natürlich immer nach der Internetverbindung und auch deinem Computersystem etwas variieren. Sobald er mit der Suche und der Prüfung fertig ist, klickst du hier auf Installieren. Nun startet hier die Installation. Nicht wundern, dass jetzt hier Server steht, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Und der wird jetzt das Update ganz normal installieren und danach kannst du dein System weiter benutzen. So, nun ist er mit dem Update fertig und da können wir natürlich auch gleich nachgucken. Wir machen hier einen Rechtsklick und dann klicken wir hier mal auf System. Und im System kannst du jetzt sehen, dass er das neue Update nun installiert hat. Unten in der Videobeschreibung findest du auch noch einen Link zu einem weiteren Video mit einer zweiten Methode, wie du Windows-Funktionsupdates auf nicht unterstützte Hardware installieren kannst. Dann werde ich dir hier noch eine Playlist einblenden mit ganz vielen Windows 11 Tutorials. Das war es dann soweit. Ich hoffe, dir hat das Ganze weitergeholfen. Wenn ja, zeig mir das gerne mit einem Like oder auch mit einem Kommentar. Ich sage dann ciao, mehr von mir findest du hier und dann bis zum nächsten Mal.